Hallo und happy morning. So, der Pfeffi Lars kommt gleich vorbei, denn die T-Shirts sind die Pfeffi-T-Shirts, die ich gemacht habe. Und die werden verlost oder wurden verlost auf der Pfeffi-Seite. Und ja, jetzt wird der Lars sie abholen und verschicken. Und ja, ich lege jedem noch ein Ben Happy Kunstwerk bei. Mein erstes Kunstwerk, das ich gemacht hatte. So, es gab schon die ersten Feedbacks zu dem Gewinnspiel. Und viele sind ein bisschen am Verzweifeln, weil sie die Lösung nicht finden. Also die Lösung ist eine Aussage, die natürlich zu mir als Person passt. Und alle, die jetzt nicht wissen, was sie mit den Buchstaben anfangen sollen, auf meiner Facebook-Seite. Auf meiner Facebook-Seite ist ein Hinweis sozusagen. Wenn ihr euch die Facebook-Seite anguckt, solltet ihr irgendwo auf der Facebook-Page ja, die Lösung finden. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch die Buchstaben in die richtigen Reihenfolge setzen und mir senden. Ja. Immer wieder schön, wenn das Internet einfach aussteigt und man sich mit den Support-Teams rumstreiten darf. Also rumstreiten, unterhalten darf. Jetzt fünfmal hier willkommen. Fünfmal willkommen. Da kommt irgendwann der Swisscom-Mitarbeiter wieder, der hat jetzt gesagt, ja, ich bin jetzt mal 3-4 Minuten weg, ich muss noch was abklären. Ja, und solange bin ich jetzt einfach mal hier und warte, dass der Router wieder neu startet. Ja, auch das Bild habe ich jetzt schon 5-mal gesehen. Nachdem er dann Verbindung ins Internet gemacht hat, sagt er, Verbindung ins Internet nicht möglich. Schön. Ja, ich nerv mich immer an so Sachen, weil wenn irgendwas, was eigentlich funktionieren. Ja? Also ich konnte schon abklären, es ist wirklich so, da hat das Pairing einfach rausgehauen. Man müsste jetzt nochmal den Router per Kabel mit einem Laptop verbinden und die Registration durchlaufen lassen oder durchmachen. Da kann man ihn auf unseren Umsatz betrieben. Mac ist gerade aufgestartet, ja. Okay. Dann am besten einfach mal das Internet aufmachen. Browser. Ja, Dito. Ihre Internetbox hat keine Verbindung mit dem Internet, bitte prüfen Sie für die Kabelung, bla bla bla. Zweitens. Okay. Ja. Okay, löschen Sie bitte nochmal alles raus oben in der Adressteile und geben mal ein 192. Ja, ich hab's. Sehr. Ja, auch vor allem für den Aufwand, den wir gemacht haben. Bis wann ungefähr? Ja, beziehungsweise kommt dann ein Techniker vorbei oder wie wird also, das jetzt gemacht? Vorerst müssen wir noch keinen Termin machen, weil so wie es aussieht, kann man das bei uns intern oder in der Zentrale lösen. Also vorerst müssen wir noch keinen Termin machen. Wenn es so bleibt, vermute ich heute im Laufe vom Nachmittag oder spätestens und hoffentlich morgen dann das Ganze gelöst. Aber jetzt so direkt kann man das leider nicht gerade wieder in Ordnung und zum Laufen bringen. Okay. Das ist sehr unglücklich. Ja. Und wie kann das passieren, dass es eben bis vor 20 Minuten noch ging und jetzt auf einmal unreparabel kaputt ist? Es ist wirklich auf jeden Fall seltsam. Wir haben leider nicht eine wirklich gute und quasi verbindliche Antwort darauf, warum das passieren kann. Kann mal passieren. Ich vermute einfach irgendwie, dass der Router gerade
Fehler gemacht hat oder beim Aufstart oder so mal da nicht richtig korrekt aufgestartet hat und dann auf einmal macht es wie Klick und dann ist das Pairing raus und der Router wurde nicht mehr erkannt. Aber direkt, warum das passieren kann, ist nur eine Vermutung. Warum das wirklich passiert, kann man von hier aus leider gar nicht sagen. Ja. Wirklich sehr unglücklich gerade. Gelaufen ist, dass sie irgendwie nichts falsch gemacht haben, dass ein Fehler von uns ist, dass man das schnellstmöglich anschauen kann. Alright. Ja gut, dann danke ich Ihnen schon mal für die Hilfe gut, und ja. Den Fall höre ich dann von Ihnen. Ja, in der Zwischenzeit ist Besuch reingekommen. Jetzt, ja, ihr habt es ja mitgekriegt. Es kann passieren, dass es einfach unreparabel mal zusammenbricht. Was hast du für ein Problem? Also, das Internet ist einfach ausgestiegen. Ich habe ganz normal am Mac gesessen, habe gearbeitet. Wollte dir eigentlich noch eine E-Mail schreiben. Das kann ich dir auch persönlich sagen. Und in dem Moment, wo ich das Mail geschrieben hatte, hat der Mail-Server angezeigt, ja, Serververbindung nicht möglich. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist der Server abgekackt. Wollte schon dem Support-Team des Mail-Servers schreiben und in dem Moment ist oben das WLAN war weggegangen und dann war das Internet weg. Bei welchem Anbieter bist du? Bei Swisscom. Na gut, Swisscom kann ich nicht viel zu sagen. Ja. Wir haben bei Cablecom auch oft so Komplikationen. Ja, bei Cablecom war ja früher. Da ist halt das Problem noch, dass sie keinen Service haben. Weil wenn du dort anrufst, hat dann niemand Ahnung. Null Service. Ja. Aber wirklich null. Ja. Und bei Swisscom, ich meine jetzt eben, jetzt habe ich das Problem, aber wenigstens ist da jemand am Service, der kompetent so ein bisschen ist, Service machen kann, oder? Ich meine, das ist jetzt tatsächlich ziemlich blöd gelaufen, dass die da... Was ist kaputt? Ja, weiß ich nicht, hat jetzt gerade gesagt, dass irgendwie das Pairing vom Server funktioniert nicht mehr. Man müsste es eigentlich manuell wieder nachsetten, deswegen musste ich den Mac dort hinten reinstellen, damit er eine Kabelverbindung hat. Dummerweise ist das jetzt tatsächlich dieser Ausnahmefall, in dem man keine pauschale Antwort geben kann, wo alles zusammengebrochen ist. Also irgendwie der Server hat sich komplett abgehängt, beziehungsweise der Router vom Service und jetzt muss dann irgendwie ein Servicetechniker hinterher. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wir sind jetzt ja trotzdem hier und können ja auch ohne Internet offline arbeiten. Zum Glück funktioniert meine Kaffeemaschine auch ohne Internet. Willst du einen Kaffee? Gerne, ja. Danke für deinen Besuch. Schön war's. Gerne. Danke für die Shirts. Genau. Die werden wir dann jetzt langsam versandfertig machen, ja. Damit die Gewinner mal ihre Shirts kriegen und natürlich noch Fankarten in meiner Kunst drauf. Naja. Wenn das Internet kaputt ist, dann geht absolut gar nichts mehr. Dann nehme ich immer meine Lampen. Kann ich jetzt irgendwie umstellen. Ich kann sie tatsächlich nur ein- und ausstellen. Weil die auch im Internet hängen. Also im WLAN. Und ja. Der Video-Upload wird auch schwierig. Ich hoffe, Sie kriegen das rechtzeitig hin, dass ich dann euch morgen früh das Video online stellen kann. Ansonsten, ja, gibt es dort leider eine kleine Verzögerung. Ja, jetzt haben die mir geschrieben, dass die Störung behoben sei. Bin mal gespannt, ob das auch so ist. Bis jetzt ist hier noch nichts passiert. So sah das vorhin auch schon mal aus. Und es ist nicht. Und es gibt immer noch keine Verbindung ins Internet. Wieso schreiben die mir einen scheiß SMS, wenn die Verbindung nicht da ist? Von wegen, mein Problem ist gelöst. Verdammte Kacke. Ja, sowas. Gott, das nervt einfach echt. Die von hinten gewünschte Störung ist behoben. Scheiß ist die behoben. Fuck off. Kostenlos. Bitte bleiben Sie am Apparat. Okay.
guten Tag, mein Name. Ich hatte vorhin ein Problem mit dem Internet und da hat ein Kollege gemeint, es wird irgendwie ein Support-Team sich melden. Und jetzt habe ich ein SMS bekommen, dass das Problem behoben sei. Es ist allerdings nicht. Es ist immer noch dieselbe Fehlermeldung auf dem Router. Und ja, das Internet geht immer noch nicht. Was haben Sie für eine Fehlermeldung auf dem Router? Keine Verbindung ins Internet. Bitte starten Sie das Gerät neu. Falls nicht zum Erfolg führt, wenden Sie sich an den Swisscom-Kundendienst. Das habe ich jetzt zweimal wieder gemacht. Auch alle Kabel überprüft. Kleinen Augenblick schnell bitte. Ich lasse ganz kurz Musik für Sie laufen. Ich bin gerade aber wieder da für Sie. Kleinen Augenblick schnell bitte, gell, Herr Reinhold? Okay, ja. Oh baby, baby, then I saw you there. Wenn es so weitergeht, dann ist mein Akku leer wieder vom iPhone. Ein iPhone ist nicht dafür ausgelegt, so lange in der Leitung zu hängen. So, das Störungsticket tue ich noch einmal wieder öffnen. Mhm. Und dann schreibe ich eben, dass sie immer noch keine Internetverbindung haben. Und dann tut man das Ganze noch einmal neu anschauen. Alles so low. Okay. Wie lange dauert es dann ungefähr, bis das wieder läuft? Weiß ich leider nicht. Ich muss jetzt einfach wirklich. Ja, ich bin nicht die, wo einen Tag seid oder wo seid in einer Stunde oder irgendetwas, weil das sehen wir nicht, oder? Ja. Man ist wirklich schon gegangen, dass das wirklich so schnell gearbeitet ist. Aber eben, ich das jetzt einfach wieder eröffne und dann wird das Ganze noch einmal analysiert und noch einmal alles noch einmal nachgeschaut. Okay. Oh, danke schön, Adi Reinhold, danke vielmals. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, warten wir halt. Ja, also ich habe euch hier schon was vorbereitet gehabt, aber manchmal muss man halt einfach das, was man vorbereitet hat, auch knicken, weil was anderes viel mehr Sinn macht. Und das, was viel mehr Sinn macht, ist natürlich eben das Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel ist jetzt abgeschlossen. Gestern war der 13. von 13 Buchstaben im Video versteckt. Ich hoffe, ihr habt sie alle gefunden. Hier sind nochmal alle 13 Buchstaben im Schnelldurchlauf. So sahen die aus.